Hallo und willkommen zu einem Beispiel zu elektrischen Bauteilen. Der zeitliche Verlauf der Stromstärke in einer Spule kann durch eine Funktion f beschrieben werden, deren Graph in der unten stehenden Abbildung 1 dargestellt ist. Skizzieren Sie den Graphen der Ableitungsfunktion f' in Abbildung 2. Um die Ableitungsfunktion zu skizzieren, müssen wir uns klar machen, wie die Ableitung an allen Stellen der Funktion aussieht. Beginnend von 0 geht die Funktion steil bergauf, das heißt, die erste Ableitung ist hier auf jeden Fall positiv und betragsmäßig größer als hier zum Beispiel gegen Ende dieses Intervalls. Hier wird die Funktion flacher. Genau an dieser Stelle T1, die hier hervorgehoben ist, gibt es ein Problem. Hier hat die Funktion einen Knick und ist somit gar nicht differenzierbar oder ableitbar. In weiterer Folge ist die Ableitung auf jeden Fall negativ. Die Funktion ist streng monoton fallend. Zu Beginn ist diese erste Ableitung betragsmäßig größer als gegen Ende des Intervalls. Hier gegen Ende des Intervalls ist die erste Ableitung, die Steigung, schon annähernd 0. Das heißt, beginnen wir nun diese Ableitungsfunktion zu skizzieren. Im ersten Intervall beginnen wir also bei einer positiven Steigung, die bis zum Ende dieses Intervalls, bis zum Ende bei T1, auf jeden Fall positiv bleibt, aber kleiner wird. An der Stelle T1 selbst ist die Funktion hier nicht bestimmt. Die Ableitungsfunktion ist an dieser Stelle nicht bestimmt. Im zweiten Intervall beginnt die Ableitung auf jeden Fall im Negativen, wobei auch wieder an der Stelle T1 ist die Funktion nicht bestimmt, die Ableitungsfunktion nicht bestimmt. Im weiteren Verlauf wird die erste Ableitung der Funktion betragsmäßig kleiner, bis sie schließlich gegen Ende dieses Intervalls annähernd 0 wird.